Zwei Jahre sind vergangen, seit euch Crytek nach New York schickte, damit ihr als Prophet gegen die Alien-Invasion kämpft. Auch wenn einige Spielmechaniken simplifiziert wurden, war Crysis 2 ein imposanter Ego-Shooter. Allerdings beschwerten sich Anhänger, dass die Entwickler zu sehr auf die Ressourcen der aktuellen Konsolengeneration achteten. Cevardielli gelobte für den Nachfolger Besserung und er hielt Wort. Crysis 3 ist ein Augenöffner. Trotzdem ist in Prophets neuestem Abenteuer nicht alles Gold, was glänzt. Psycho! This train is full of highly explosive material! Yep. Welcome to New York, version 2.0. Die Überreste des einst schillernden Big Apple befinden sich 24 Jahre nach den Geschehnissen des zweiten Teils unter einer von Cell gebauten riesigen Kuppel, um Angriffen der Cephalopods standzuhalten. Allerdings schmiedet der Konzern im Geheimen Pläne, um sein Machtmonopol weiter auszubauen. Dieses Vorhaben passt Psycho gar nicht, der sowieso noch eine Rechnung mit Cell offen hat, da der Konzern ihm seinen Nanosuit abgenommen hat. Mit einem kleinen Rebellenteam kämpft er gegen das Unternehmen. Um den entscheidenden Schlag zu setzen, reaktiviert er Prophet. Der wiederum hat ganz andere Prioritäten. Seit der Begegnung mit dem Alpha-Seth stehen die beiden mehr oder weniger in Verbindung. Prophet bekam dadurch einen Vorgeschmack auf die Zukunft, die alles andere als rosig ausfällt. Um das zu verhindern, will er den Alien Obermods zur Strecke bringen. Von den Seths fehlt am Anfang allerdings jede Spur, weswegen der Supersoldat von vielen eher belächelt als ernst genommen wird. Ein fataler Fehler, wie sich in der relativ kurzen Kampagne herausstellt. Gerade mal knapp 6 Stunden braucht ihr, bis die Endsequenz über den Bildschirm flimmert. Die Erfüllung der sekundären Ziele mit eingerechnet. Oh, come now, Lawrence, what did you expect? I designed your suit, my dear fellow, of course. It can't get a read on me. Lock him down! Der Nanosuit ist wieder die Hauptattraktion. Damit seid ihr in der Lage, euch für kurze Zeit unsichtbar zu machen, eure Panzerung zu verstärken, schnell zu laufen und schwere Objekte zu heben. Was die Bedienung betrifft, orientiert sich Crytek am zweiten Teil. Ihr könnt also nur aktiv entscheiden, ob ihr den Tarn- oder Panzerungsmodus aktiviert. Dafür benötigt ihr Energie, die sich mit der Zeit automatisch regeneriert. Ihr stolpert immer wieder über Upgrade-Kits, mit denen ihr eure Fähigkeiten verbessert. Mehr Power, verbesserte Energieregeneration, schnelleres Nachladen. Der leichte Rollenspieleinschlag verändert die Spielerfahrung nicht. Egal, ob ihr im Schleichmodus seid oder mit der Rambo-Methode vorprescht, eure Gegner haben kaum eine Chance. Mit dem neuen Predator-Bogen bekommt ihr zusätzlich eine mächtige Waffe in die Hände. Bei Crytek merkte man anscheinend die Unterlegenheit der KI-Soldaten, weswegen man ihnen auch unter die Arme griff. Seid ihr schleichend unterwegs, werdet ihr umgehend entdeckt, solltet ihr nicht die Tarnung aktiviert haben. Es spielt keine Rolle, ob ihr in völliger Dunkelheit hinter einem Busch kauert oder die Gegner mit dem Rücken zu euch stehen. Ohne aktivierte Tarnung kommt ihr nicht ungesehen an den Feinden vorbei. Natürlich will Crytek euch dazu bewegen, die Fähigkeiten des Anzugs zu benutzen. Allerdings geht das auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Gegner. Offener sollte Crysis 3 werden, versprach Crytek. Nachdem der zweite Teil aufgrund des Betondschungels die Beweglichkeit und den Erkundungsreiz einschränkte, wagen die Entwickler den Spagat. Das Szenario bietet im dritten Teil sowohl dichte Vegetation als auch zerstörte Gebäudekomplexe. Und tatsächlich fühlt sich der Shooter nach den ersten linearen Passagen freier an. Allerdings werden die Erkundungen selten belohnt. Auch das Gefühl, in einem zerstörten New York unterwegs zu sein, fehlt. Die Ruinen könnten zu jeder anderen Stadt gehören. Prägnante Orte oder Merkmale sucht ihr meist vergebens. We all had to make sacrifices. Dieses Gefühl der Beliebigkeit zieht sich durch die ganzen 6 Stunden. Crysis 3 macht zwar immer eine gute Figur, es glänzt aber nie richtig. Ihr ballert euch von Schauplatz zu Schauplatz. Es gibt viele Abschnitte, die Potenzial bieten, man wird aber das Gefühl nicht los, dass noch Luft nach oben ist. Szenen wie der finale Bosskampf auf dem Flugzeugträger im ersten Teil oder das einstürzende MetLife-Gebäude im Nachfolger fehlen. So bleibt Crysis 3 gerade auf dem PC ein visuell beeindruckender Action-Trip, der zu selten einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Abseits der Kampagne bietet der Mehrspielermodus bleihaltige Abwechslung. Auf dem PC treten bis zu 16 Spieler gleichzeitig gegeneinander an, auf Konsolen immerhin 12. 8 verschiedene Spielvarianten sorgen für Abwechslung. Neu ist der Jägermodus. Hier schlüpft einer in den Nanosuit und versucht, die feindlichen Cell-Soldaten zu eliminieren. Stirbt ein Spieler, steigt er wieder mit dem Nanosuit in die Partie ein. Crytek deckt viel ab, was heutzutage zum guten Ton gehört. Verschiedene Klassen, Fähigkeiten und Waffen, die ihr aufrüsten könnt. Ränge, Erfahrungspunkte und Herausforderungen, die euch bei der Stange halten sollen. Für die Konsolen gibt es kaum ein Spiel, das visuell so beeindruckend ist wie Crysis 3. Und auf dem PC lässt der Ego-Shooter nochmal kräftig die Muskeln spielen. Besitzt ihr einen entsprechend potenten Rechenknecht, werdet ihr aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Darüber hinaus bietet Crytek's aktuelles Werk nicht viel. Klar, ihr könnt die Schusswechsel mit den Feinden entweder schleichend oder mit viel Lärm angehen. Das ist ja auch schön und gut, aber die KI verhagelt mit ihrer übernatürlichen Aufmerksamkeit und den gelegentlichen Aussetzern den Spielspaß. Außerdem fehlen die denkwürdigen Momente. Stattdessen fühlt sich die viel zu kurze Kampagne an, als würden die Entwickler erzähltechnisch auf die Bremse treten. So bleibt unterm Strich ein sehr schicker Shooter, der spielerisch keine Glanzpunkte setzt. Grafik ist eben doch nicht alles. Well, I don't know about you, but I call that fucking flawless.